Es ist der 18. Januar, es ist 10.30 Uhr, es ist wunderschön hier draußen am See. Es schneit leicht, der See ist halb zugefroren, aber mein Wasserloch gibt's hier noch und da werde ich jetzt mal rein und meine Freunde nehme ich jetzt einfach mal mit. Ja, es ist kühl. Ich werde jetzt mal ein bisschen mich vortasten bis zu diesen Eisschollen da hinter mir. Mal schauen. So, mal schauen, wie tief das hier ist. Also langsam müsste ich hier zu dieser Eiskante rankommen, aber nee, hier ist es genau der Platz, wo ich eigentlich schon bis zum Hals im Wasser stehe. Und eigentlich wollte ich ja die Kamera jetzt aufs Eis stellen und dann... aber es ist vielleicht auch noch ein bisschen dünn. Ja, also mehr als Schnee drauf liegen tut es jetzt eigentlich nicht. Nun ja. Normalerweise würde ich jetzt hier eine kleine Runde schwimmen, aber mit der Kamera in der Hand macht sich das so schlecht. Ich schütte jetzt mal ein bisschen Wasser hier rum. Tja, die Zeiten werden härter, die Maßnahmen werden härter, die Abhärtungsmaßnahmen werden härter. Aber ist ja bald wieder Frühjahr und außerdem... Das war schön. So, jetzt muss ich wieder warm werden, obwohl eigentlich fühlt sich das im Moment ganz gut an. Die Kälte kommt ja immer ein bisschen später. Ich weiß, dass die jetzt irgendwie in 5 bis 10 Minuten so in mich reinkriecht und kommt und deswegen brauche ich jetzt körperliche Aktivität. Übrigens, wenn Sie sich wundern, dass die Fallzahlen von Corona gerade fallen, dann liegt das vielleicht daran, dass wir alle so schön unser Immunsystem stärken. Glauben Sie nicht? Das sind die Maßnahmen der Bundesregierung? Nee. Also, ich habe ja vor kurzem ein Video gemacht, werden die Fallzahlen steigen oder fallen und es kommen mehrere Sachen zusammen, weil sie fallen, ne? Weil die Leute zum Beispiel keinen Bock mehr haben, sich ständig testen zu lassen. Also wer das nicht unbedingt machen muss, der macht das auch nicht, ne? Und ja, das Thema ist echt durch. Es fühlt sich so an wie so DDR 2 Monate vor Mauerfall gerade hier. So sieht's aus. Da habe ich auch gedacht, dieses Regime, das hält jetzt ewig. Und das ist genau der Moment, wo man sagen muss, der Umkehrpunkt ist erreicht.